Hallo liebe Plastikschmelzer, herzlich willkommen bei mir zurück im kleinen Chaos Druckstudio. Ich habe hier heute ein Faiset F6 für euch, das möchte ich euch mal ein bisschen vorstellen. Viel Spaß! Und zwar handelt es sich hier um ein zwar noch 8-Bit-Board, aber ich glaube, die haben so ziemlich alles drauf geknallt, was geht. Und warum das so eine kleine Besonderheit ist, das möchte ich euch heute vorstellen. Und ich blende da auch so ein kleines bisschen Nahaufnahmen ein. Und zwar gucken wir uns als allererstes mal an. Wir sehen 8-Bit-Board, Prozessor, ein 2560, ein Atmega. Was aber gleich auffällt, wir haben 2, 4, 6 Stepper-Treiber und 7 Motoren. Heißt, wir können 7 Motoren befeuern. Bedeutet X, Y, ein Dual Z über einen Stepper-Treiber. Aber das Besondere an dem Ding ist, wir können hier ein Triple E machen. Also dreifach Extruder. Und nicht nur, dass wir einen dreifach Extruder haben, wir könnten auch ein dreifach Hotend machen, beziehungsweise haben wir 3 Temperatursensoren für ein Hotend und auch dreimal die Möglichkeit, Strom auf so ein Hotend zu geben. Was haben wir noch? Wir haben Anschlüsse für AUX, relativ normal, hat so ziemlich bei jedem. Wir haben Anschlüsse für Servos, gibt es auch so bei so ziemlich jedem Ding. Wir haben SD-Kartenanschluss, wir haben einen RGB-Anschluss, wo man direkt RGB-Band am Board anschließen kann, ohne irgendwie rumzumosern. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit für 5 Volt, da hat es noch 4 Pins. Wir können über ein Flachbandkabel direkt einen Touchscreen ansteuern. Wir haben einen Reset-Schalter direkt an Bord. Wir haben dann hier nochmal den Anschluss für den Drucker an sich oder fürs USB-Kabel. Wir haben 3 gesteuerte Lüfter. Das ist auch sehr, sehr geil. Und dann natürlich Thermosensoren fürs Heizbett, für ein Extruder 1, Extruder 2 und Extruder 3. Auch die Anschlüsse fürs Display sind vorhanden, somit könnt ihr so ziemlich jedes Display anschließen, was ihr möchtet. Und hier vorne eine schöne Reihe mit Schrauben, wo man dann seine Kabel, seine gekrimmten Kabel reinstecken kann und auch ordentlich anziehen kann. Das ganze Board an sich ist ordentlich sauber verlötet, es hat ein mattschwarzes Finish. Ich halte jetzt hier die F6 Version 1.3 in der Hand. Ich weiß nicht, ob die offiziell verkauften. Das hier ist so ein Vorserienmodell oder sowas gewesen. Also ich habe das schon ein ganz kleines bisschen früher, bevor das jetzt in Handel gekommen ist. Zumindest ist das vorher rausgeschickt worden, bevor es die offiziell zu kaufen gab. Hat ein bisschen länger gedauert, bis es bei mir war. Jetzt könnt ihr das auch schon kaufen. Es macht einen sehr soliden Eindruck. Ich habe da jetzt auch erstmal schon eine nackige Marlin draufgeschmissen. Wie genau das Ganze eingerichtet wird und das dann eingestellt wird, dass ihr auch da euer Marlin für euren Drucker draufschmeißen könnt und das Ganze dann auch funktioniert, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Das Besondere an diesem Board ist aber jetzt noch, ihr seht das, wenn man da ein ganz kleines bisschen guckt, bei den ganzen Stepper-Treibern, wir haben da so viele Pins und Connections und ganz viele Jumper-Zeugs. Das Geile ist, an dem Board, die Sache ist jetzt die, viele möchten diese 2130 haben, mit ohne Endschalter. Hier braucht ihr keine Endschalter mehr, so gesehen. Ihr könnt da die 2130 benutzen und müsst da gar nicht mal großartig umlöten. Ich habe hier so ein 2130, da werden 2 Pins nach unten mit eingelötet und werden direkt aufs Board gesteckt. Und dann funktioniert der ganze SPI-Quatsch. Heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, euren Stepper-Treiber über die Firmware einzustellen und nicht mehr halt jedes Mal die Marlin neu flashen oder da irgendwie rumspielen und Strom einstellen und sowas. Das ist alles nicht mehr nötig. Ihr könnt das direkt über die Firmware machen. Ihr könnt es direkt am Rechner einstellen. Das Geile ist nämlich, dieses Board ist intern so verlötet, alles, was ihr da mit den 2130 irgendwie nach oben lötet und dann über ein Steckbrett extra irgendwie jumpert, über wilde Kabel gehopse da, das ist hier nicht mehr möglich. Das macht das Board alles intern.
Das Geile ist, das funktioniert mit 21.00, da werden die Jumper jeweils gesetzt. Wir haben die Möglichkeit, die 21.30 in diesem SPI-Modus zu machen. Da müssen die Jumper dann speziell gesetzt werden. Die haben die Möglichkeit, die 22.08 über den, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Modus heißt, ich blende das dann unten ein, könnt ihr auch steuern, werden dann die Jumper speziell gesetzt. Ihr könnt normale, stinknormale Allegros benutzen. Dafür gibt es jeweils Jumper-Positionen und die sind alle in einem richtig ordentlichen Wiki hinterlegt. Das verlinke ich euch dann auch nochmal hier unten. Wenn ihr Bock habt, über dieses Board zu diskutieren, eure Meinungen, eure Erfahrungen, ich weiß, einige haben das jetzt mittlerweile dann auch schon bekommen. Die haben das relativ schnell bestellt, als es dann online war, weil die dann auch schon mitbekommen haben, dass wir drüber uns unterhalten haben. Wenn ihr über dieses Board diskutieren wollt, dann schaut mal in Discord vorbei. Wir haben da auch extra eine Feistack F6 Gruppe aufgemacht oder einen Kanal aufgemacht, wo man dann auch nochmal genauere Infos zu diesem Board erhält. Da werden wir den Kanal die nächsten Tage mit ordentlich Inputs füttern, wie da wo was gejumpert, geschrieben, bla 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 wird, wie man die LEDs da drauf bringt, wie man dann eventuell ein Triple E oder sowas bedient. Das werde ich mich jetzt die nächsten Tage alles mal dahinter klären, die nächsten Wochen, um zu gucken, wie genau da dieses Board bespielt werden kann. Also ich glaube so, ich habe da jetzt auch nicht so die großartige Ahnung, aber so gefühlt ist das wirklich das, was man aus den 8-Bit-Board noch so rausholen kann. Ich glaube, viel mehr geht da gar nicht mehr. Wir haben verschiedenste LEDs noch drauf, die den jeweiligen Status anzeigen, was da jetzt gerade heizt oder nicht heizt. Also es ist recht klein gehalten. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich finde das ein saugeiles Stück Hardware. Ich bin soweit erstmal sehr begeistert. Ich werde da jetzt mir ein Display dran schmeißen. Ich werde die Stepper soweit einrichten. Ich werde alles Mögliche daran knubbern. Ich werde mir jetzt auch noch einen Drucker suchen, wo ich das da mal drauf schmeiße. Ein kleines Projekt habe ich mit dem schon vor, dazu aber dann in den nächsten Wochen mehr. Das soll es erstmal soweit gewesen sein zum Feistack F6. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung entweder hier unter dieses Video oder dann bei uns in der Discord-Gruppe in dem jeweiligen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, im nächsten Video dann, wie das Ganze eingerichtet wird. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.